Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play. Heute wollen wir uns hoffentlich um Connacht kümmern, vorausgesetzt unser Kanzler findet ein paar Ansprüche. Des Weiteren versuchen wir in der ganzen Gegend mal ein bisschen zu schauen, ob es irgendwo anders möglich wäre, Kriegsgründe zu bekommen. Schauen wir uns einfach das Reich an. Da gibt es hier in der Grafschaft von Ossory Anspruchsteller. Und zwar den Giller Patraic Höfling in Ossory. Okay. Der hat jetzt hier so einen grünen Daumen. Der bedeutet, würde eine Einladung an unseren Hof annehmen. Das machen wir einfach mal. Wir laden ihn ein an unseren Hof. Dadurch, dass wir ihn einladen, bekommen wir quasi einen Kriegsgrund für diesen Giller Patraic auf Ossory, weil der Ossory eigentlich beansprucht. Das heißt, wir können Ossory dann den Krieg erklären. Was wir vorher aber machen müssen, ist sicherstellen, dass dieser, wie hieß er, dass der auf jeden Fall in unserem Reich bleibt. Das heißt, wir müssten ihm wahrscheinlich, das ist ungünstig, wir müssten ihm eigentlich eine Grafschaft oder sowas zusprechen. Sonst verlässt er uns, hat halt dann Ossory, bringt uns aber nicht viel. Wir haben zwar dann die Kosten getragen und ihn stark gemacht, hat dann wahrscheinlich auch eine gute Meinung von uns. Unsere Holzpalisade in Bonrati ist gebaut worden, fein. Also das war hier in der Burg. Ja, aber die Meinung, es ist zwar nicht schlecht, dann eine gute Meinung zu haben, dann könnte man hier mal schauen, ob die Vassalisierung funktionieren würde. Ich glaube aber fast, dass das nicht reicht, weil da gibt es einfach zu viele Abzüge. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir haben ihn trotzdem schon mal am Hof. Ich glaube, er verlässt den Hof dann einfach so auch nicht. Ja, er ist jetzt da. Hat auch einen relativ guten Verwaltungsskill an und für sich. Schauen wir mal, 14. Ne, unser ist sogar besser. Aber wäre eventuell ein Nachfolger möglich. Jetzt können wir hier zum Beispiel den Krieg erklären, Ossory beanspruchen. Und daneben sehen wir dieses Symbol vom Giller Patraic MacMuirchertach. Und hier Ossory Beanspruchung steht dabei. Wenn Herzog Moichard I. von Munster und Giller Patraic MacMuirchertach aus der gleichen Dynastie stammen, oder wenn Herzog Murchard I. von Munster der Lehnsherr von Grafschaft von Ossory ist, wird Giller Patraic MacMuirchertach ein Vasall von Herzog Murchard I. von Münster. Das Problem ist, dass wir das nicht sind. Das heißt, wir hätten davon nicht viel. Was wir kriegen, ist zwar 100 Prestige, aber das bringt uns so also auch nichts. Wir wollen ja hier Irland erobern. Gut, das heißt, wir hoffen, dass der in Connacht mal seine Ansprüche fingieren kann. Weil schon mal Intrige Tochter bekommen müssen wir immer noch. Wir haben noch keine. Unser Sohn, ja, der ist 25. Wie alt sind wir eigentlich? Ne, dass wir mal abdanken müssen. Ah ja, weil apropos abdanken, wir müssen mal die Gesetze ändern, der Abfolge. Ist aber leider immer noch. Ne, es langt nicht. Wir wollen Primogenitur. Und zwar müssen wir da 10 Jahre regieren. Ich glaube, da fehlen noch 3 Jahre. Aber das schaffen wir schon. Außer es passiert etwas Unvorhergesehenes. Was wir auch vernachlässigt haben in letzter Zeit ist die Religion, aber da kann man nicht viel machen momentan. Nachfolger für unseren einen Bischof haben wir schon ernannt. Der Bischof von Killaloe. Das ist jetzt gerade genau gleich, aber ich hoffe, das ändert sich. Also von der Meinung her. Schauen wir mal, was da passiert. Wenn es genau gleich ist, dann kriegt immer noch der Papst die Steuern. Unser Eroberer in Desmond, der zahlt auch Steuern, 0,9. Der ist eigentlich ganz putzig hier. Von den Skills her ist er eher durchschnittlich. Leider. Hier. Gut. Der hat einen guten Diplomatie-Skill, beziehungsweise Bildung. Ist ja Bildung, Diplomatie ist hier oben. Ich schau mal, ob ich den eventuell ernennen könnte. Bildung? Nee, ist nicht unser Vasall. Ist einer unserer indirekten Vasallen. Oh, ich glaube, das ist unser Bruder, gell? Der schaut schon ganz schön alt aus. Oh, das wollte ich nicht. Nee, das gibt böses Blut. Jetzt habe ich aus Versehen unseren Bruder da rein. Ich hoffe, da ist nicht viel passiert. Ja.
Eigentlich wollte ich unseren Bruder kurz anschauen, wie alt er ist. Unseren Halbbruder. Conchobar McDonchat. Hier. Der ist 53, schaut aber schon etwas älter aus. Der hat einen Anspruch auf unser Herzogtum, aber das ist nicht so schlimm. Er hat ja eh keine Truppen im Prinzip, er hat keine Aufgaben. Da müsste er sich schon irgendwie was einfallen lassen. Oh. Ah, wir waren verwundet, okay. Die alte Wunde ist endlich verheilt und eine ziemlich groteske Narbe hinterlassen. Schauen wir mal. Also wir waren hier verwundet, wir sind glaube ich vom Pferd gefallen. Und jetzt haben wir das wieder weg. Also dieses Verwundete ist wieder weg. Das steigert unsere Skills wieder ein bisschen. Ja, fein. Können wir mal gucken, was wir hier wieder machen könnten. Ja, noch nichts. Ich würde wieder gerne auf eine Hofjagd gehen. Hofjagden finde ich immer ganz praktisch. Die sind nicht so teuer. Man zahlt nur so hier ein paar Gold. Im Gegensatz zum Sommerfest, wo man dann diese ganzen Leute noch hätte, die vorbeikommen, die Gaukler und so weiter, dass man die hier auch bezahlen müsste. Diplomatie, da tut sich, aber wir können mal weiterschauen, Interesse halber. Kildare, gibt es keinen Anspruchsteller. Reifne, gäbe es einen Anspruchsteller? Den Earl von Tyrconnell. Das Problem ist, Tyrconnell ist hier oben bereits eine Grafschaft. Das wäre ungünstig. Der würde wahrscheinlich auch nicht an unseren Hof kommen. Ja, unwahrscheinlich. Hm, was haben wir hier? Ausgezeichnet. Mein Fürst, die Arbeiten in Tommern schreiten unter den Argusaugen eines Meisterarchitekten gut voran, welcher mich unter seine Fittiche genommen hat und mir alles, was er über den Gebäudebau weiß, beibringt. Dieses Wissen wird mir bei meiner Arbeit sehr hilfreich sein. Euer ergebener Diener, Bürgermeister Edan von Limerick. Ausgezeichnet. Schauen wir uns mal an, was das bewirkt. Ja, Militärtechnologie-Wachstumsrate. Hm. Also viel steht da jetzt nicht. Weil eigentlich, das ist doch hier in Limerick gewesen, oder? Kann sein, dass es jetzt nur hier drin ist. Glaube ich aber nicht. Ist unser Kanzler überhaupt eingesetzt? Der ist doch gar nicht. Doch, der ist am Bauen. Ich glaube aber, wir bauen eh gerade gar nichts. Nachdem in Bunrati die Palisade fertig geworden ist, stellen wir um auf Steuern eintreiben. Unser Hofspitzel, den könnte man eigentlich auch mal einsetzen. Den Hofprediger, der hat jetzt seine Aufgabe wieder verloren, weil wir ihn vorhin aus Versehen umgesetzt hatten. Umdefiniert hatten. Ich schaue erstmal, ob hier ein besserer Spitzel ist als diese 10. Den Earl von Desmond könnte man nehmen. Ja, ich glaube, das ist... Nee, das wäre... Das macht keinen großen Unterschied. Okay, und zwar... Spitzelnetz aufbauen, Intrigen aufdecken oder Technologie studieren. Ich glaube, ich studiere Technologie und meistens... Jetzt schauen wir mal hier an. Was wir hier so haben an Technologie... Ackerbau ist erst erforscht worden. Das heißt, wir setzen den Fokus mal um auf Burginfrastruktur. Ich mache es meistens so, dass der nächsthöhere dann immer den Fokus bekommt, dass das hier etwas schneller voranschreitet. Genauso hier sitzende Adeligen könnte man auf spirituelle Kunst umstellen. Was gibt uns das? Pietätsgewinn. Ah, ich glaube, da lassen wir es fast bei Sitte der Adeligen. Was auch interessant ist, ist dieses Legalismus erforschen. Das erhöht dann die Größe des Reichs, das man maximal haben kann. Die Domänengröße hier oben. Da steht auch der Bonus Legalismus plus 1. Und durch die Abteilung, die wir momentan haben, aber ändern wollen, ist nochmal plus 2, das sind die 30% Bonus, die man da bekommt. Högen. Högen ist auch erst gestiegen. Da stellen wir um auf schwere Rüstung. Ja. Erhöht die Verteidigung für schwere Infanterie, Kavallerie und für die Spießträger. Wir haben aber gar keine Spießträger. Naja, ist nicht so schlimm. Dauert eh ein bisschen, bis das dann hochgeskillt wird. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo spionieren könnten. Also wir zeigen jetzt die Verbreitung des Fortschritts im Kartenmodus an.
Das wird jetzt alles schön gelb markiert und meistens ist es so, dass hier unten die Araber, Sunniten oder ähnliches einen höheren Technologielevel haben als wir. Da wäre zum Beispiel hier unten bei denen der Bau vor allem, der wäre schon bei 3 Sternen. 3 Sterne Bauzeitenmodifikator wäre eigentlich auch interessant. Also die sind schon sehr gut ausgebildet hier unten. Ich glaube, das schicke ich einfach den Spionagemeister hin und hoffe, dass er sich nichts tut dabei, weil es kann sein, dass der ertappt wird. Dann wird er vielleicht angeknastet. Weiß ich nicht, was passiert. Der ist jetzt weit, weit weg. Nach Heil geschickt. Heil wahrscheinlich. Muss mal wieder weiterlaufen. Wir wollen ja in Connacht mal Ansprüche haben. Unbedingt, dass wir hier weiterkommen. Oh. Wir haben einen Sohn, juhu. Und zwar nennen wir den nicht Murchard. Wir haben nämlich schon einen. Ne, der eine heißt Henry. Der eine Brian. Ja, dann ist das doch eigentlich ganz. Ja, ich finde das gut, wenn er Murchard heißt, dann heißt er wie wir. Das ist gut. Murchard. Schöner Name habe ich auch. Dadurch müsste die Thronfolge, naja, wir müssen wirklich das Gesetz umstellen, weil wir haben jetzt 3 Söhne, die wären alle Anwärter. Und da wird es dann aufgeteilt. Oh, wir können es sogar schon umstellen. Und was haben wir hier noch? Hausierer, die alle Arten von Nahrung, Kleidung, exotischen Gewürzen und Luxusartikeln mit Glas und Juwelen verkaufen, füllten den Marktplatz mit ihren Waren und ihrem Geschrei. Okay, ich brauche ein paar Dinge. Haben wir hier zur Auswahl für 10 Gold einkaufen, im Prinzip Geld für Glockenmützen ausgebend. Bis 74 hat den Effekt Verwaltung minus 1 und Meinung plus 5, das nehmen wir nicht. Ich mag die Kaufleute nicht, aber ihre Waren sind gut. Gibt uns die Eigenschaft schüchtern oder 10 Prestige. Jahrmärkte sind ein großer Spaß für die ganze Familie. Da kriegen wir entweder die Eigenschaft gütig oder gestresst. Ich finde, Jahrmärkte sollten verboten werden. Bringt minus 10 Meinung beim Oberbürgermeister Brian von Ormond, das ist unser ältester Sohn. Okay, das ist jetzt. Ein großer Spaß für die ganze Familie. Ha, Glück gehabt, wir haben gütig bekommen. Diplomatie plus 2. Okay, so wichtig war es jetzt auch nicht. Unser Intrigue-Skill ist aber echt, der ist wirklich niedrig. Da wäre auch was zum Ändern mal notwendig. Okay, was haben wir noch zu tun? Naja, wir wollten das Gesetz ändern. Erbfolgerecht, Primogenitur. Wir regieren jetzt seit 10 Jahren, also seit 63 normalerweise dann. Ja. Nachfolge durch Primogenitur. Ja. Was doch. Nochmal nachlesen. Älteste Kind des Herrschers erbt sämtliche Titel. Ja. Genau, jetzt kriegen wir nochmal aufgelistet, was es dann hätte. Als Auswirkungen. Mein Nachfolger wird es gefallen, die anderen Mitglieder der Dynastie werden es eher leicht missbilligen. Okay, ist mir egal. Das heißt, unser ältester Sohn bekommt jetzt alles. Mal gucken. Ja, das sieht man schon. Hier Earl von Desmond. Also die kriegen jetzt alle hier minus 20 auf die Meinung aufgebracht durch Nachfolgerechtsänderung. Ich hoffe, das verschwindet mit der Zeit. Spätestens, wenn sie dann ausgetauscht werden, hoffe ich, dass sich das erledigt. Oh, schau an, der Bischof ist sogar momentan am Zahlen an uns. Trotz dieser Nachfolgerechtsänderung. Das ist gut. Technologie wird erforscht. Vor allem ist jetzt unser Reich sicher im Prinzip. Also wir haben jetzt hier endlich unseren Titel, unsere 2 Titel, die Grafschaft von Thomond und das Herzogtum von Münster. Die sind fest in unserer Hand und das muss auch so sein, meiner Meinung nach. Ja, sogar unser ganzer Hof mag uns recht gut eigentlich. Dafür, dass wir jetzt gerade was geändert haben. Naja. Fehlen nur noch die Ansprüche. Jetzt habe ich die Hofjagd verpasst, kann es sein?
Ja, genau. Ja gut, dann stellen wir einfach auf superschnell. Oh, Conchobar hat das Gefühl, dass ich meinen Eskapaden zu viel riskiere und versucht, mich davon zu überzeugen, nicht mehr mein Leben zu riskieren. Conchobars Meinung über Herzog Melchior I. hat sich um minus 15 geändert. Unser Neffe, Nachfolger auf Bistum von Killaloe, ja, der hatte hunderte Meinungen von uns fast. Okay. Jetzt sind es noch 84, das ist aber gut. Eine Tochter wurde geboren von unserem Neffen. Ja. Kann ich auch nichts tun. Ich hoffe, das in Connacht funktioniert hier langsam, weil sonst haben wir ein Problem. Ah, die Gattin ist schon wieder schwanger. Ja, immer schön her. Kinder sind immer gut. Die kann man im Zweifelsfall verheiraten. Jetzt will das Heilige Römische Reich was? Ruf zu den Waffen. Gegen Emir Iyad von Murcia. In dem Fall würde ich fast sagen, dass ich ablehne. Ich habe ja vor, quasi Connacht zu erobern. Wenn ich aber schon im Krieg bin, weiß ich nicht, ob ich ihn noch einem Krieg anzetteln kann. Und im Krieg kann ich auch keine Intrigen oder sowas machen. Also keine Feste abhalten oder ähnliches. Drum geben wir die 25 Prestige einfach mal aus. Das Sommerfest könnten wir abhalten. Ne, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen auf eine Hofjagd gehen. Also eigentlich wollen wir. Ah, jetzt hat. Mein Fürst, wie es scheint, trägt meine Arbeit in Connacht allmählich Früchte. Unter Zuhilfenahme von Bestechung, Erpressung, Drohung und Kriecherei ist es mir gelungen, einen Herrschaftsanspruch auf Grafschaft von Connacht zusammenzuspinnen. Ein Gebiet, das sich derzeit im Besitz von Herzog Aed I. von Connacht befindet. Die Entscheidung, ob er diesen Anspruch geltend zu machen wünscht, liegt nun ganz bei euch. Kostet uns 20 Gold und 100 Prestige. Ja, das ist gut. Anspruch durchsetzen. Dafür ist er da. So, jetzt haben wir einen Anspruch gegen Connacht. Ja, wir können den Krieg erklären, Connacht beanspruchen. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir unseren Kanzler was anderes tun lassen. Ich glaube, als nächstes wäre dann, ich muss mal kurz gucken, wie die Herzogtümer hier ausschauen. So, das eine hier ist Connacht. Dann hätten wir, nachdem wir das Herzogtum von Connacht als Titel gründen würden, Anspruch auf Breifne. Okay. Ansonsten würde ich fast sagen, dass wir Leinster versuchen. Ich glaube Leinster. Ah, die sind ja sogar schon zusammen. Ja, Leinster. Da ist scheinbar der Nachfolger gestorben und jetzt ist mein Neffe Earl von Leinster und von Dublin. Ah, das hätte ich vorher sehen müssen, weil da bringt er mir jetzt nicht allzu viel. Naja. So, erstmal das. 42 hätten wir. Verbündete dürfte eigentlich nicht haben. Das heißt, wir erklären ihm den Krieg. Connacht beanspruchen. Jawohl. Gut, wir könnten wieder Verbündete rufen. Das ist uns wurscht. Das muss von selber gehen. Die persönlichen Wehrpflichtigen, das wären 315 Leute. Und die Reichswehrpflichtigen wären nochmal ungefähr 100, oder? Ja. 130 sind es. Das heißt, wir ziehen die jetzt mal hier rein und schauen, was er macht. Zeit schnell verlangsamen. Okay, er zieht nach Kildare, also hier dann. Die führen wir zusammen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier einfach einmarschiere in Kildare. Ich habe hier das Problem, es gibt einen Fluss zwischen Kildare und Connacht. Das heißt, von Tumont könnte ich schon einmarschieren. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Wir kommen am 13. Oktober an, eher am 4. Na, ich glaube fast. Da würden wir warten. Gelände. Das sind Ebenen. Hier ist nämlich die Gelände, das Gelände Hügel. Und auf Hügelgebiet kommt noch dazu, dass der Verteidiger einen Verteidigungsbonus erhält. Das heißt, wenn ich von hier aus nach Connacht gehe, habe ich auf der einen Seite den Fluss im Weg, kriege dafür einen Abzug und auf der anderen Seite hat er einen Verteidigungsbonus für einen Hügel.
Das heißt, wir brauchen da extrem viel mehr Leute als er. Da würden uns die 400 Leute nicht mal reichen. Das heißt, wir warten einfach mal ab, was er tut, nachdem er in Kildare angekommen ist. Gleich jetzt. Er läuft nach Ossory. Okay, jetzt laufen wir nach Kildare und hoffen. Nein, dauert länger. Ossory dauert auch länger als das. Warum sind meine Leute so langsam? Achso. Naja, ist jetzt stehen geblieben da unten. Okay, mein Halbbruder ist besorgt, dass er immer noch nicht verheiratet ist. Das machen wir schnell. Ich werde jemand Nettes für erfinden. Also für ihn ist wieder. Ja. Kennt es ja. Er ist 45. Das sortieren wir nach Alter. Alter. Entschuldigung. Wir nehmen ihn da. Hier ins Holländische reicht, aber die sind alle zu jung. Das wäre Verschwendung, weil die brauchen wir dann später für unsere Kinder. Zum Verheiraten. Wen könnte ich da jetzt nehmen? Also ich schätze einen von den dreien hier, die Gwenllian Höfling in Lancaster, die Jutta Höfling in Alon oder die Inge Björk Höfling in Galloway. Norwegisch. Ich schau mal kurz, wo Galloway ist. Also das hier muss ich eigentlich. Na? Das wollen wir gar nicht wissen. Hier unten gibt es eine Suche. Titel finden. Galloway. Grafschaft, das ist wahrscheinlich. Ist gleich hier. Das ist interessant. Und zwar dahingehend. Mal schauen. Anspruchsteller. Ah, das ist nicht die Anspruchstellerin. Sonst könnte ich eventuell für den Halbbruder einen Anspruch durchsetzen. Aber so scheint es nicht zu sein. Also die erste fällt schon mal weg, die mit 40 Jahren. Dann hätten wir noch die Jutta, Höfling in Alon. Die Delfinin, Alon. Die Baronie von Alon, das ist mir zu weit weg. Ist in Luxemburg. Und dann hätten wir noch Lancaster. Lancaster müsste eigentlich hier irgendwo sein in England. Lancaster. Aber was? Höfling in Lancaster hat wahrscheinlich überhaupt keine Ansprüche, ist daher wurscht. Herzogtum ist hier oben. Hier ist Lancaster. Das ist jetzt schwer. Ich glaube aber, ich nehme. Ja, wen nehmen wir denn? Ich nehme einfach die hier. Genau. Okay, er würde jetzt Prestige abgezogen bekommen, ist aber nicht so schlimm. Weil es ja nicht uns direkt betrifft. Das ist unser Halbbruder, der erbt sowieso nicht. So, er ist jetzt hier stehen geblieben mit seiner Armee. Und läuft jetzt nach Tomond. Wenn wir jetzt hier stehen bleiben, bleibt er auch stehen. Dann laufen wir nach Kildare. Ich hoffe, dass wir schneller sind. Also ich will unbedingt das den hier abfangen. Okay, er wird verheiratet, denn Halbbruder. Ah, er ist zu schnell. Sind wir in Kildare? Er könnte jetzt am 27. Oktober da einkommen. Wir sind alle so langsam. Ah, ist schlimm. Vielleicht hätte ich welche zurückfallen lassen sollen. Er belagert jetzt in Ormond was. Das ist aber nicht so das Drama. Das dauert ja ewig, bis der das hier belagert. Oh! Das ist interessant. Unser ältester Sohn ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Das ist sehr schade eigentlich. Ihr habt einen neuen Erben. Sollte euer Charakter nun sterben, werdet ihr fortan als Murchard MacBrien weiterspielen. Ah ja, das ist quasi der, den wir erst Murchard genannt haben.
Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass die Prinzessin damit was zu tun hat, aber ich kann nichts beweisen. Vielleicht wurde er auch während des Kampfes getötet, weil wir werden ja hier unten belagert und das war sein Herrschaftsgebiet. Das ist schade. Besitze Nachfolger, unser Enkel. Danach würde nur noch unser Sohn nachrücken. Das wird dann problematisch irgendwann. Ja, er ist ein Schwachkopf. Super. Na, hoffentlich wird es besser. Schade. Jetzt müssen wir hier erstmal die Belagerung zurückschlagen. 17 Leute. 17 Leute sind nix. Das ist mir relativ wurscht. Damit kann er nichts belagern. Stirbt uns da der Sohn. Ich kann es kaum glauben. Ja, das schaut gut aus. Wir haben noch 300 Leute. Er hat 100. Okay, die Vasallen beschweren sich jetzt, dass wir ihre Truppen noch so lange haben. Okay. Wir haben gewonnen gegen die Belagerung. 82 Überlebende. Also wir haben jetzt quasi verteidigt. 82 sind noch... Also Verteidigende ist falsch. 82 bleiben übrig bei den Angreifern. Wir haben verteidigt. Das wären insgesamt 90. Das heißt, wir ziehen einfach mal nach Tormund. Da können wir dann diese 70 Leute mal beiseite räumen und die 82 können dann noch weniger ausrichten. 4 Leute verloren. Okay. Ich schau mal kurz, kann ich hier wen ausheben? Nein. Hier nirgendwo. Militär. Aus der Domäne könnte ich 23 noch ausheben. Von den Vasallen 55. Ich glaube, das müsste ich mal machen, damit ich nicht Gefahr laufe, dass er mir beim Verteidigen, also beim Verteidigen, wenn er hier verteidigt, dann Connacht, dass er zu viele Leute hat. Beziehungsweise uns gerade so weit dezimiert, dass wir da nichts mehr tun können. 335 ist ein bisschen mehr. Es zieht eher nach Connacht. Ist klar, ich darf hier nicht direkt über Tormund rein. Das muss ich mir merken. Ne? Okay, wir haben wieder einen Sohn bekommen. Das ist gut. Es wäre ein weiterer potenzieller Nachfolger. Ja, das ist unser neuer Sohn. Oder der hier? Nee. Einer der beiden. Welches ist unser Sohn? Ah, nee. Nicht mal. Der ist gar kein Nachfolger. Wir haben schon 2 Söhne. Unser Oberbürgermeister ist leider schon tot. Okay, mehr werden hier einfach nicht angezeigt bei den Anwärtern. Ich kann mal gucken, vielleicht wird es hier bei den Anspruchstellern gezeigt. Nein, steht nicht drin. Aber ich hoffe, da passiert nichts. Aber man sieht ja, es kann ganz schnell gehen. Dann stirbt einem der Nachfolger weg. Ich hoffe, wir... Ja, wunderbar. Hervorragend. Wir erwischen die noch. Und können sie hervorragend abfangen, bevor sie irgendwas großartig hier veranstalten. Können dann eigentlich direkt nach Connacht. Die 4 Leute kriegen zwar dann den Bonus. Also wegen der Flussüberquerung. Und wegen... dem Hügelgeländetyp. Aber wir haben 300 Leute gegen 4. Das sollte eigentlich wunderbar funktionieren. Dann können wir Connacht erobern. Was haben wir hier? Arthur de Waterford, der Kämmerer von Ormond, strebt nach Oberbürgermeister Fergal von Ormond töten. Das ist eine Intrige. Oh wei, oh wei. Das ist aber unser Verwandter. Da habe ich prinzipiell was dagegen. Also unsere Verwandten werden hier nicht umgebracht. Das kann ich überhaupt nicht brauchen. Intrigen, bekannte Verschwörungen. Ziel, unser Vasall, Oberbürgermeister Fergal von Ormond. Was? Tatsächlich. Nee, es ist doch... Oberbürgermeister Fergal von Ormond ist das Ziel... Und Arthur de Waterford, warum steht das so drin? Arthur de Waterford, Ziel Fergal. Fergal von Ormond.
Ach so, unser Spitzel berichtet uns. Ja, gut. Jetzt habe ich es kapiert. Okay, aber wir kontaktieren den jetzt hier einfach mal. Das kann ja nicht sein. Verschwörung beenden. Fordern, dass ein Charakter seine Verschwörung beendet. Jawohl. Wagt keinen Widerstand. Senden. Gut. Weiter marschieren. Was haben wir hier? Und zwar unser Hofprediger hat wieder was erreicht. Ich habe gute Neuigkeiten über meine Mission nach Turmond. Und zwar kriegen wir bei dem, beziehungsweise der Bischof ein Mähre verliert 10 Meinungen über Papst Alexander II. Na, ist schon mal gut. Wobei der Papst auch schon älter aussah auf dem Icon. Okay, jetzt kriegen wir noch eine Meldung von unserem kleinen Verschwörer hier. Unsere Forderung ist fair. Gibt seine Verschwörung auf. Okay, wir haben die 4 Leute quasi schneller besiegt hier in Connacht, als wir gucken können. Und ein Edelmann hat sich in der Schlacht bewährt. Vielleicht kann er mir noch nützlich sein. Das ist jetzt interessant, weil der Herzog Aed von Connacht ist. Ah ja, nee, das betrifft uns beide. Und deswegen, also in dieser Schlacht zwischen uns beiden wurde ein Soldat gefunden und der heißt Faelbe. Er scheint am Hof von Herzog Machat I. von Münster. Ausgezeichnet. Den schauen wir uns gleich an. Hof. Name sortieren. Faelbe de Cloyne. Irisch-katholisch. Naja. Wichtig wäre er jetzt nicht. Also man könnte vielleicht gucken. Nee, Ansprüche hat er auch keine. Ja. Er hat eine positive Meinung über uns, das ist prinzipiell gut. Man sieht es auch hier. Der hat keine negative Meinung wegen der Änderung der Nachfolgeregelung. Gut, ich denke, damit sind wir erstmal am Ende angelangt. Und in der nächsten Folge erobern wir gar Connacht. Ich hoffe, da kommt nicht allzu viel Widerstand. Wir haben 40 Truppen mehr. Das sollte eigentlich funktionieren. Bis zum nächsten Mal.